Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Heute wird tatsächlich Siri bestimmen, wie viel Geld ich in wie viel Spielen ausgeben muss. Das Format ist schon ein bisschen länger her, seit ich das letzte Mal gemacht habe. Ihr werdet auch gleich tatsächlich sehen, wie das Ganze funktioniert. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert unbedingt den Kevin Spielt Kanal, würde mich sehr freuen. Wir sind auf dem Weg zu 100.000 Abonnenten und ich würde sagen, wir fangen an. Ich werde Siri jetzt nach einer zufälligen Zahl zwischen 1 und 250 fragen. Siri, nenne meine zufällige Zahl zwischen 1 und 250. Die Antwort lautet 74. Oh, okay. Ich würde sagen, mit 74 haben wir sogar noch echt Glück gehabt. So, und jetzt müssen wir noch die Spielanzahl festlegen. Die lege ich tatsächlich fest von 1 bis 10. Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10. Also 74 Euro in 4 Spielen. Okay, Freunde, das erste Spiel, wo ich tatsächlich Geld ausgeben werde, ist Hungry Shark. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal auf Skin-Angebot. Okay, ah nee, so einen Skin will ich nicht haben. Ich will, wenn dann so einen neuen Hai haben. So, warte mal, was ist das hier? Starter-Paket. Okay. Boah, ich weiß nicht, ob das so mega gut ist, bin ich ehrlich. Haben wir hier auch einen normalen Shop? Boah, der ist natürlich geisteskrank, ne? Warte mal, ich will mal gerade gucken, wie viel der kostet. Ich muss sagen, ich habe Hungry Shark auf meinem iPad, als ich mit meiner Freundin in Ägypten im Urlaub war, habe ich das sehr, sehr viel gespielt. Aber leider habe ich jetzt meinen Account hier nicht übertragen, weil ein paar Hai habe ich da jetzt auch. Warte mal, ich will jetzt mal gucken, wie viel der kostet. 140 Gems kostet der. Okay, auffüllen. Wie viel kosten 100? Was? Der kostet ja gar nichts. Also jetzt mal im Vergleich. Komm, 10 Euro. Ja, warte mal, ich glaube, da hat sich dieses Angebot da eh gelohnt. Da waren 230 Gems mit bei, oder? Ja. Ja, dann nehmen wir das einfach mal. Du sparst 72%. So, dein Kauf war erfolgreich. Sehr schön. So, dann gehe ich jetzt einfach mal in die Haie rein. Und wir gehen jetzt einfach mal hier zu dem Hai und gehen auf jetzt holen und auf kaufen. Lol, ist ja geisteskrank. Das ist, glaube ich, so der beste Hai, den man im Spiel kaufen kann, ne? Hai speut mit einem kräftigen Schwanz, stürzt mit jedem Schub los, betäubt Gegner, die von hinten angreifen. Ach du Kacke. Lol, wer ist er denn? Uralter Megalodon? Alpha-Zombie-Hai? Junge, was gibt's denn hier bitte für Haie? Ihr wollt mich doch hops nehmen. Ach du Heilige, okay. Wir gehen jetzt einfach mal auf Benutzen. Wir tun jetzt hier einfach mal diesen Chris 2D hin und wir haben ja hier dieses Jetpack gekauft. Jetpack 4.0. Haben wir hier auch noch irgendwas? Ah ne, es sind so Skins. Goldmagnet, kostenlos. Okay, und ich würde sagen, wir müssen den auch schon mal ein bisschen upgraden am besten. Aber wir haben keine Münzen mehr, okay. Ich schaue jetzt einfach mal. Also an sich, okay. Wir gehen jetzt hier einfach mal in die erste Runde rein. Ach du Heilige. Pressen hier einfach mal alles auf. Oh mein Gott. Schau mal, wie geht das nochmal? Ah, okay. Hier, so kann man den Boost aktivieren. Lol. Ah, ich kann so diese Seerobben auch essen. Lol. Kann ich den essen? Lol, den kann ich auch essen. Und ich bin ja so groß. Oh mein Gott, ich kann so ein Orca essen. Oh, hups. Was ist das denn? Ah, ich kann dieses... Kann ich diesen Kampfjet auch kaputt machen oder was? Bringt das irgendwas? Nee, ich glaube nicht, oder? Lol. Ach, du Heilige. Boah, hier sind ja überall so schlechte Sachen. Oh mein Gott, ich mache so einen Megasprung. Wo bin ich denn jetzt? Leute, jetzt esse ich so Menschen auf. Boah, ich gehe mal so ein bisschen tiefer, würde ich sagen. Hier sind überall so Bomben, Mann. Was ist das denn? Boah, man kann wirklich alles essen. Ich bin, hab no joke das Gefühl, dass ich so unsterblich bin mit diesem Hai. Lol. Junge, wo bin ich? Also, ich habe ja, wie gesagt, erwähnt, ne? Ich habe dieses Game schon mal gespielt. Okay, ich glaube, ich bin nicht gerade in so einer Sackgasse. Ich glaube, wir gehen mal wieder nach oben. Oh, ich habe auch nur noch wenig Leben. Nein, ich verhungere, ich verhungere. Nein. Ey, fast 5 Millionen Punkte geholt. Ey, das Game übel geil. No joke, ich feiere das. Okay, wir haben die ersten 10 Euro ausgegeben. Und, ja, einen fetten Highscore aufgestellt. Junge, wie viel Belohnung ich hier bekomme. Okay, Freunde, wir sind im nächsten Spiel und zwar bei Clash of Clans und hier gibt es auch gerade so Shop-Angebote. Ganz wichtig natürlich auch hier in Clash of Clans könnt ihr Creator-Code Lukas eintragen, bevor ihr euch etwas im Shop kauft. Habe ich jetzt auch mal gemacht. Wir haben hier zwei Angebote, einmal neunfacher Wert und einmal sechsfacher Wert. Ich würde sagen, die beiden kaufen wir jetzt auf jeden Fall einfach mal. So, das heißt, wir haben einmal 99 Cent und dann nochmal das andere, 2 Euro. Okay, und dann nochmal 1,99. So, und ich würde sagen, zu guter Letzt laden wir jetzt auch nochmal ein paar Gems auf. Das heißt, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe, sind wir bei 32,96 Euro.
Und ich würde sagen, Leute, wir haben auch gerade einen Roboter frei. Wir haben auch gerade irgendwie einen Bauarbeiter frei bekommen. Ich könnte schwören, meine ganzen Bauarbeiter waren eigentlich beschäftigt. Okay, gut. Du gehst jetzt einfach mal da arbeiten. So, jetzt haben wir noch 4 Millionen. Ich würde sagen, das Elixier und so weiter im Hauptdorf, das lassen wir jetzt einfach mal unbearbeitet. Ich will nämlich hier in dem Nachtdorf ein bisschen vorankommen. Hier bin ich tatsächlich aktuell sehr hart am Grinden. Ihr seht hier, ich bin Meisterhütte 5. Und ich will ganz gerne den Tesla abschließen. Und er sagt auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Gold. Ich glaube, wir füllen jetzt einfach mal unser Gold auf und unser Elixier. Und dann schauen wir jetzt mal, wir können unser Luftbomben können wir tatsächlich machen. Ich glaube, das ist schlau. Ich glaube, das machen wir. Wir können aber auch die Kampfmaschine machen. Ich glaube, wir machen auf jeden Fall die Babydrachen. Babydrachen sind sehr nice. Ich greife zwar meistens in der Combo an, aber ist trotzdem sehr cool. Ups. Und ich würde sagen, dann machen wir auf jeden Fall die Luftbomben. Die kosten so noch mit am meisten. Okay, das heißt, hier in Clash of Clans haben wir auch genug Geld ausgegeben. Wir gehen zum nächsten Spiel. Okay, Freunde, als nächstes sind wir jetzt einfach mal in Roblox drin. Ich habe echt sehr lange kein Roblox mehr gespielt. Falls ihr übrigens mal Bock habt, dass ich mal wieder Roblox zocke, lasst mich gerne mal in die Kommentare wissen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal uns Robux kaufen. Und zwar für 10,99 Euro. Dann haben wir jetzt knapp 900 Robux. Okay, 890 Robux. Und ich würde sagen, dann gehen wir auch jetzt einfach mal in das Obby hier rein. So, kann ich überhaupt in dem Obby irgendwie Geld ausgeben? Einlösen. Warte mal, was gibt's denn hier? Hier gibt's solche, so ein Speedcoil. Ich würde sagen, wir probieren jetzt hier einfach mal den Anfang so zu. Ah, ich bin gestorben, perfekt. Also, was ich gerade gesagt habe, falls ihr mal wieder Bock habt, spring, 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 spring. So, also, was ich sagen wollte, falls ihr Bock habt auf eine Folge Roblox, mal wieder ganz normal, nicht in so einem Extra-Video, in so einem Video wie hier, dann lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ich habe das Spiel echt lange nicht mehr gespielt. Hätte echt mal wieder Bock, so ein bisschen Roblox zu zocken. Aber ich habe echt gar keinen Plan so wirklich von dem Game. Deswegen schreibt mir gerne irgendwelche Spielvorschläge mal in die Kommentare. Wir probieren jetzt hier auf jeden Fall mal, das Obby bis zur nächsten Stufe zu schaffen. Weil genug Robux haben wir jetzt auf jeden Fall aufgeladen. So, wenn es jetzt die richtige Tür ist, muss ich jetzt raten? Ah, ich habe richtig geraten. Ah, perfekt. Okay, dann ist es gelb, grün, blau, rot. Oh, das war sehr gut. Habe ich gut geraten, muss ich sagen. So, schön balancieren. Boah, am Handy ist es echt schwer, die Steuerung. So, komm, ich will die Stufe jetzt hier noch schaffen. Ja, Digga, was hat er für einen Namen? So, okay. Also, Freunde, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da, falls ihr Roblox sehen wollt. Und schreibt Vorschläge in die Kommentare. So, wir sind jetzt aktuell bei 42,95 Euro, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und es kann nur ein Spiel am Ende fehlen. Stumble Guys. So, ich hoffe einfach mal, wir haben vielleicht ein gutes Angebot im Shop. Was? Als ob, Digga. Wir haben das Mega-Angebot für 25 Euro. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das haben wir uns jetzt einfach mal gekauft. Das heißt, wir sind jetzt bei 67,94 Euro. Und, ja, dann müssen wir jetzt noch. Was ist das denn jetzt hier? 1,99 Euro, das nehmen wir dann auch nochmal. So, damit haben wir 3 zufällige Skins mit Seltenheit grad episch oder besser. Also haben wir jetzt 3 Spins für 1,99 Euro gekauft, oder was? Oder sehe ich das jetzt falsch? Oh. Oh! Habe ich die schon? Nein, die habe ich noch nicht. Let's go. Okay, das ist geil. Okay, aber ansonsten habe ich halt schon fast alle Skins in Stumble Guys. Ich würde sagen, dann holen wir uns nochmal für 5 Euro 800 Gems. Okay, das heißt, ich würde sagen, jetzt machen wir einfach nochmal 10 Spins hier, episch oder besser. An sich fehlt mir jetzt eigentlich nur noch die Banane, die ich ganz gerne haben will. Boah, fast ein Special Skin. Und sonst halt alle anderen Skins. Also an sich muss ich sowieso noch viele Spins machen, weil ich möchte auch alle Skins in Stumble Guys eigentlich haben. Also drückt mal die Daumen, dass wir wenigstens einen neuen Skin hier ziehen. Und oh, den Samurai. Den habe ich aber auch schon. Mann. Junge, was ist das denn? Alter, nur Duplikate. Also, aktuell fehlen mir nur noch 4 legendäre Skins. Bei den epischen fehlt mir nur noch einer. Alter, mir fehlt nur noch der Löwe hier. Und ansonsten fehlen mir bei den seltenen halt noch relativ viele. Und hier fehlen mir sowieso noch die meisten. Das heißt, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einfach nochmal
insgesamt 10 Spins bei den gewöhnlichen Skins, weil da können wir halt noch echt relativ viel ziehen. Und das heißt übrigens, ihr seht es auch eingeblendet, wir haben um fast die Punktlandung die 74 Euro geschafft. Wir sind bei 74,92 €. Also da muss ich sagen, alle mal ein Props in die Kommentare. Oh, und hier ziehen wir auch echt jetzt viele neue Skins. Das ist ganz geil. Oh, so ein Feuerwehrmann. Fireman Ash. Sehr cool. Ash aus Brawl Stars. Ah, okay, ich glaube, das Alien, ja, die ganzen seltenen Skins habe ich auch die meisten schon. Oh, let's go, Clown Ronald. Den wollte ich schon immer haben. Den finde ich so cool. Ich finde es so krass, dass das so ein seltener Skin ist. Den feiere ich extrem. Okay, ich glaube, das gelbe Alien Orange Martiana habe ich auch noch nicht. Ah, okay. Stabby Kate. Nice. Ah, okay, den haben wir auch schon. Also 3 Duplikate und 7 neue. Und das Allercoolste ist, wie gesagt, dass wir jetzt hier... Wo ist er? Dass wir den Clown haben. Ey, der ist so cool. Und ich würde sagen, Freunde, dadurch, dass wir jetzt den Clown bekommen haben, beenden wir auch das Video an der Stelle. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kevin-Spiel-Kanal, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.